Doch her. Kassier's. Komm schon. Aua. Ist sie so rüber? Wo läufst du hin? Weiß ich nicht, ich will die nicht schlagen. Hier. Oh nein. Wow. Sorry. Oh. Bam. So, ich wollte euch nicht. Wieso? Du bist so am Arsch. Hä, bin ich gar nicht. Es geht um. Au! Oha! Das war für den Einschlag, den ich abbekommen habe. Was tust du? Ich werde die Mediziner. Jo, ich mach schon. Mann, das ist jetzt. Ey, tut mir leid, ich hab kein Problem. Du hast das Lied noch nach dem Stream rauf und runter geholt. Rauf und runter geholt. Ich muss dich leider schwer enttäuschen, ich komm einfach super klar. Mein Terminkalender reiert, ich feier das brutal. Ich geh ständig bis ans Limit, Überstunden sind normal. Auch wenn du liebst, was du tust, ist das egal. Aber oh fuck. Rote Zahlen, ist doch oh. Für die Steuer. Dein Kredit nicht abbezahlt. Und bald kommt auch noch ein neuer. Immer noch dieselbe Frau. Ja genau, auch doch die Crew ist irgendwie müde aus. Oh fuck, man. Sie wollen wissen, wie's mir geht. Untergehört wollte ich sagen. Ah, fuck. Darf ich dich in die Jungfern? Oha, Essie. Was? Ja, ich entjungfer dich jetzt. Könnt ihr das anders nennen? Warum? Das nennt man so, er sticht dich ja zum ersten Mal. Ja. Das nennt man tatsächlich so. Ich sag so. Dir gleich, es tut ein bisschen weh am Anfang. Halt die Fresse. Wird wahrscheinlich auch bluten. Aber das ist normal. Hey, dann kommt wie Essie seine Fäuste zusammenballte. Ey, das Ding, das sagt man mit dem Tattoo halt wirklich so. Also hast du noch zwei, ja? Ja, ich nehm dich jetzt ran. Dran. Ja, mach einfach. Auf dem Stuhl. Alter, nein, willst du nicht so. Doch lieber nein. Vor? Nee, mach. Wenn du okay, irgendwas machst, ich, ne? Ich tätowiere dich jetzt. Ich werde der erste Stecher deiner Haut. Ich sehe deine Ader auf Elsie seiner Stirn. Elsie, Bruder, ist Elsie. Was ist mit ihm? Hat keiner gesehen. Also soll ich euch mal die schwarze Liste? Also die schwarze Liste ist, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Nummer 1, die Cops abfackeln. Mit dem PD in die Luft sprengen. Dann Nummer 2, Eastbound zu unseren Sklaven machen. Nummer 3, der Southside-Dealer gehört nur noch uns. Scheiß auf die Brokers. Nummer 4, wir vernichten die Westside. Nummer 5, die Eastside gehört auch uns, wir teilen vielleicht ein bisschen was. Nummer 6, wenn das nicht funktioniert, fliegt halt alles in die Luft. Ja, das ist der Plan. Ist so. Hä? Dumm? Das war eine Frau, oder? Das sah aus wie ein komischer alter Mann. Das fällt jetzt mal gegen Adrenas aus, oder? Was war das? Okay, das war echt ein Mieser. Scheiße. Nee, das war... Ach, egal, ich geb's auf. Ey, ohne Witz hast du hier... Du hast ja noch gar nichts hier reingelegt. Ey... Aber so wie du da stehst, erinnert mich an eine Situation, Mann. Vor ein paar Wochen. Das ist... Darüber reden wir nicht mehr, Mann. Ach, ich fand die ganz lustig. Ja, war sie auch. Ich kann nicht mehr. Oh. Ey, du musst runter, du kannst doch nicht von oben da rein. Du machst doch die Fensterscheibe ja, kaputt. Das, bei dem Auto muss man das leider. Ja, aber du bist ja auch kein Fliegengewicht, Mann. Du machst da Dellen rein. Wollen Sie damit sagen, ich bin fett? Nein.
Nein, bei dem Modell ist das Dach ist verstärkt. Ah, okay. Also haben die schon extra für sie gebaut, so. Damit sie da rumtun können. Ich geh jetzt! Hast du die jetzt krass im Heu gebracht, Mann? Nee, ich hab doch gar nichts gemacht. Hm. Siehst du? So gehe ich mit Frauen um. Easy. Deswegen haben die keinen Bock auf mich. Du weißt schon, dass manche das ganz cool finden. 2 Minuten hat das gedauert und weg ist sie. Na, wen habt ihr letztens gekillt? Und ich erzähl halt so, ja, ich hab eine Geiselnahme gemacht, also diese Sache mit dem PD, ne? So eine Geiselnahme gemacht, hab denen die Waffe an den Kopf gehalten und sowas. Und irgendwann denke ich mir so, Alter, gell, wenn da jemand vorbeiläuft, der muss auch denken. Oder er fragt so, ja, mit was macht ihr aktuell Kohle? Ja, mit Drogen halt, ne? Wir verticken Dope und sowas. Und ich denke mir dann halt manchmal, ganz ehrlich, also ich würde es jetzt nicht wundern, wenn irgendeiner von der Bar sein Telefon nimmt, die Cops anruft und sagt, Alter, die hat Drogen dabei. Jetzt mal ohne Witz so. Und dann denkst du nicht drüber nach, was du so sagst. Eigentlich redest du über ein Spiel, aber jemand, der damit gar nichts zu tun hat, da vorbeiläuft, dich vielleicht sogar bedient und du gerade drüber redest, so, ja, wir wurden letztens von Cops so ein bisschen hochgenommen, aber wir verticken halt, haben so und so viel Gramm dabei, ja, machen verschiedenes Dope. Dann, schwierig. Wer ist das? Diese Keine Frau Ahnung. Da. Oh mein fucking Gott! Jo, sind die euch hinterher? Guck mal, ob das Cop-Auto da offen ist. Nö, ist so. Warte, wir müssen ein Abschiedszeichen hier. Das war wahrscheinlich Cop. Suchen die uns? Nein, auf gar keinen Fall. Mann. Dass er ehrlich. Sag mal das ehrlicherweise. Ja, Mann. Der das nicht. Also, dass er. Oh mein Gott! Ach, du Scheiße, dass er jedes Mal erschreckt. Alter, ich hätte fast. Kohle gebrannt. Oh mein Alter. Davis. Ich bin wach. MJ, du Pisser! Selber Pisser! Fick dich! Fick du dich! Nein, ich. Oh nein! Wow. Was hast du getan? Oh nein! Fuck! Alter, du hast ihn aus dem. Ey, du kannst ihn. Das ist ein Kabel, du kannst ihn noch nicht schlagen. Fetjay, wach auf! Fetjay! Also, so schlimm war es jetzt auch nicht, Mann. Fetjay! Du wusstest schon immer, dass ich unwiderstehlich bin, ey. Ey, du hast ihn bestimmt gegen das Lenkrad geballert mit dem Kopf. Du kannst doch nicht jemanden schlagen, der unvorbereitet ist. Also, weißt du, das liegt daran, weil ich einen Tag Ruhetag gemacht habe. Ich habe einfach Energie, die ich nur nicht steuern kann, Mann. Ja. Wir quatschen gerade mit denen, aber sieht schlecht aus. Caretaker? Ja, diese Müllmänner. Jo, wieso? Ja, wir hatten überlegt, so wenn die zum Beispiel mal so geklautes Zeug finden, weißt du? Ach, das hatte ich auch mal überlegt, ja. Aber die sagen, die packen das in ihren scheiß Müllauto, der macht aus. Also richtig, die gucken. Nein! Oh! Hallo? Hallo? Bob? Ja? Alles gut? Ich ruf mal kurz einen Mechaniker an. Ist nur eine kleine Beule. Kein Stress. Bis gleich. Okay, der Die ist krank. Wegen Hustern. Egal. Bobby, was hast du? Hustern. Nimm mal dein Bandana. Aber ja, dann ich kriegst du Männergrippe. Muss ist mir scheißegal. Nimm deinen scheiß Bandana, Husten. Wenn ich dir das sag, ja? Kenn ich dich nicht irgendwo, ja? Kann sein.
Warst du nicht bei den Vargos? Ja. Aha. Was ist denn aus deiner Crew geworden? Keine Ahnung, ausgereist. Hab gehört, die wollten dir ans Leder. Vielen lieben Dank, Mim. Was wollten die? Die wollten dich fertig machen. Dankeschön. Vielen Dank.